Metallwelthaus Ruck veranstaltete am Dienstag, dem 20. Mai, eine Pressekonferenz zum Thema Wohnraum Galsbach. Die Gemeinde Galsbach hat eine Fläche zur Verfügung gestellt, die ab nun durch die Firma Vitalteam von Baumeister Bernhard Meyerhofer bebaut werden kann. Die Besonderheit ist dabei, dass die gesamte Siedlung nach den Richtlinien des Feng Shui geplant wird. Wie konkret richtet man eigentlich dann zum Beispiel einen Wohnraum, ein Haus nach Feng Shui-Regeln ein? Was ist da notwendig, was muss man da beachten? Grundsätzlich ist einmal, wenn man beim Haus anfängt, dass man stabile Ecken ausführt, dass man eine stabile Rückwand hat. Das heißt, dass im mittleren Bereich, also gegenüber der Eingangstür zum Beispiel, eine stabile Wand ist von 1,5 bis 2 Metern, weil das eben die Stabilität fürs Gesamtgebäude beeinträchtigt oder beeinflusst. Das andere ist das, dass auf jede Person individuell, das dann abgestimmt wird, gibt es verschiedene Himmelsrichtungen oder verschiedene Bereiche, was für Personen oder für Eltern oder für Kinder und so weiter, für männlich und für weiblich, mehr geeignet sind oder weniger geeignet sind. Und zusätzlich geht man dann her, dass man eben die Förderelemente, also wie Förderformen und so weiter, also in Form von Bettwäsche oder eben in Teppichformen oder Wandfarben oder Vorhänge und so weiter einbringt. Und das Weitere ist noch, dass man eben sehr stark darauf achtet, dass aggressives Design nicht verwendet wird, also nicht verwendet wird. Das heißt, man vermeidet scharfe Kanten zum Beispiel oder harte Elemente oder eben sehr düstere Sachen zum Beispiel. Wir haben hier eine sehr große Fläche von rund 60.000 Quadratmeter zur Verfügung, die einerseits im Besitz der Gemeinde waren oder sind und andererseits im Privatbesitz. Und wir haben begonnen, hier einen Bebauungsplan zu erstellen. Und ein Part dieser Bebauung ist eben diese Feng Shui-Siedlung. Das heißt, die Firma Vitalteam bzw. die Feng Shui sind an die Gemeinde herangetreten und haben diesen Bebauungsplan für einen gewissen Bereich dieser Gesamtfläche abgeändert, um eine sogenannte Feng Shui-Siedlung zu ermöglichen. Der Faktor individuelles Wohnen steht dabei im Vordergrund. Bei Feng Shui fließt jahrtausendealtes Wissen über die Wechselwirkung zwischen Menschen und deren Umgebung in die Bauplanung mit ein. Wie ist es dann zur Kooperation mit der Feng Shui-Firma vom Herrn Huemer gekommen? Ja, da war es so, dass auch die Kursreihen, die in Bad Schallerbach angeboten werden, der Grund waren, wo ich eigentlich intensiv bei den Kursen dabei gewesen bin. Und der Vortragende dieser Kurse ist eben der Herr Huemer. Und da haben wir eigentlich so zwischendurch auch ganz, ganz interessante Gespräche geführt, was mich dann dazu erwogen hat, eigene Firma zu gründen, wo wir uns speziell mit dem Thema Hausbauen unter der Berücksichtigung Feng Shui das wirklich auch zu realisieren und für die Zukunft auch wirklich gerüstet zu sein. Es ist sicherlich ein Zukunftsprojekt. Wir haben in den nächsten Jahren einige Zukunftsprojekte vor uns. Diese Feng Shui-Siedlung ist auch ein Zukunftsprojekt. Und ich bin überzeugt davon, dass das ein guter Start war heute, weil es sicher Sinn macht, dass man nicht zuerst baut und im Nachhinein die Veränderungen durchführt im Haus, sondern dass man schon bei der Planung, schon vor Baubeginn, diese Feng Shui-Aspekte mit einbringt. Informationen bei Vitalteam, Bau GmbH und Co. KG, Bernhard Meyerhofer, Hochkirchen, Hauptstraße 19.